Hallo Freunde des Lebens, hier ist wieder euer Jens und ja, so sieht ein frisch gebackener Millionär aus. Ich habe es euch ja im letzten Video schon angekündigt, dass ich kurz davor stand, Millionär zu werden. Ja, die Grenze habe ich am Freitag überschritten, heute haben wir Montag und zwar bin ich am Freitag hier in Kolumbien angekommen und habe gleich am Flughafen erstmal, ich weiß gar nicht, 450 Euro getauscht. Und ja, dafür bin ich Millionär geworden. Ich habe dafür, glaube ich, 1,3 Millionen kolumbianische Peso erhalten. Und ja, ich habe die ersten zwei Tage als Millionär total genossen. Habe auch schon ein paar hunderttausend ausgegeben. Ich glaube, jetzt im Moment bin ich gar kein Millionär mehr. Oh mein Gott. Ja, im Moment befinde ich mich, wie ihr sehen könnt, ja, weit oben über Bogota. Bogota ist die Hauptstadt von Kolumbien mit knapp, ich glaube, 8,5 Millionen Einwohnern. Die dritthöchste Stadt der Welt. Also die drittgrößte Hauptstadt der Welt. Ja, das Wetter ist heute nicht so super perfekt, aber um hier oben zu sein. Aber gut, länger will ich dann auch nicht warten. Morgen geht es dann weiter. Ich weiß nur noch nicht wohin, das entscheide ich heute Abend spontan. Zurück? Ja. Ja. Die ersten Eindrücke von Kolumbien sind großartig. Also die Fahrt vom Flughafen war, wie ich schon in den letzten Video angekündigt habe, ein bisschen aufregend. Was war Nacht und Freitagabend und Straßen voll mit Leuten und Party und überall bunte Lichter, das war schön anzusehen. War dennoch froh, ja, im Hostel anzukommen und erstmal den ersten Tag zu genießen, obwohl wirklich viel mit Schlaf war, nicht aufgrund der Zeitverschiebung. An die Luft habe ich mich mittlerweile auch gewöhnt, obwohl ich hier oben jetzt gerade doch wieder Probleme hatte, aber das im Vergleich zu dort unten sind es gut 600 Meter und das macht doch schon was aus. Also jetzt mal, ich glaube, es hat schon gesagt, bei 3200 Metern. Ja, ich nehme euch gleich mit auf eine kleine Tour durch Bogota. Ein paar kleine Filmausschnitte von der Tour, die ich am Wochenende gemacht habe. Ja, einfach mal einen groben Eindruck und schaut es auf jeden Fall an und habt erstmal Spaß dabei. Kolumbien wird auch öfters als das kontrastreichste Land Südamerikas bezeichnet. Das soll heißen, man kann komplett Südamerika in einem Land erleben, von Wüste zu Karibikküste, Pazifikküste, den Amazonas, Regenwald, es ist alles dabei. Und ja, also Kolumbien wird als das vielseitigste Land und kontrastreicheste Land Südamerikas bezeichnet. Und hier kann man sehen, wie doll das sogar zutrifft. Hier im Hintergrund die Idylle und hier die pulsierende Großstadt. Good.
kann nicht laufen und filmen. Ich muss tatsächlich stehen bleiben hier und kurz verschnaufen, bevor ich das dann anfangen kann, das Video zu drehen. Einer der Hauptgründe, warum ich reise, ist es, aus der Komfortzone rauszukommen. Und das muss man beim Reisen notgedrungenerweise. Das heißt, ich bin heute ja alleine unterwegs. Viele im Hostel sind abgereist und ich habe gesagt, nee, ich will hoch auf den Berg und bin alleine losgelaufen durch eine fremde Stadt, durch Slums. Und ja, das sind Dinge, wo man sich überwinden muss, was ja, viel Mut kostet, der Angst zu widerstehen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht durch das Slum, dann verpasse ich es halt. Und dann zu sagen, man tut es trotzdem. Und ja, ich denke, es hat sich durchaus gelohnt. Der Ausblick war doch fantastisch und auch das, was ich hier oben sehen konnte. Und so ist das ganze Leben wahrscheinlich, dass die Komfortzone, ja, manchmal schön ist, um es zu genießen, aber um über sich hinaus zu wachsen, muss man die Grenzen seiner Komfortzone ja stets und ständig erweitern. Und wenn nicht stets und ständig, dann zumindest hin und wieder einmal, um halt auch wieder dieses Gefühl von ja, wie sagt man, Begeisterung zu empfinden, etwas für sich Außergewöhnliches geschafft zu haben. Ja, das war die Rundtour durch Bogota. Die letzten Bilder, die ihr gesehen habt, war ja, direkt vor unserem Hostel. Da war eine Demonstration gestern, ich glaube, für die Legalisierung von Hanf oder generell Drogen. Und ja, die ist dann gegen Abend dann bei uns vorbeigegangen. Das soll wohl jeden Sonntag so stattfinden. War auf jeden Fall spannend zu sehen, auch wie die Polizisten durch die demonstrierenden Menschen durchgefahren sind. Und ja, statt Randale zu haben, wie es ja manchmal so ist. Also die Woche davor gab es Ausschreitungen. Ihr habt vielleicht in dem letzten Video gesehen, dass, wo ich in das Hostelzimmer reinkam, oben rechts ein Loch in der Scheibe war. Genau, ja, das war der Sonntag davor. Das heißt, jeden Sonntag sind dort Demonstrationen
diesmal war es ziemlich friedlich, fand es toll, wie applaudiert wurde, als die Polizei durchgefahren ist und alles ging friedlich ab. Ja, Bogota ist natürlich vielseitig wie jede Großstadt. Also ich bin gerade auf dem Weg hierher durch einen Slum gelaufen, habe die Kamera nicht rausgeholt. Zum einen, weil ich Angst um die Kamera hatte und zum anderen wollte ich auch nicht das Elend irgendwie filmen. Und wozu? Also bisher fühle ich mich hier in Kolumbien ziemlich sicher, habe ja, mich rundum wohlgefühlt hier. Die Leute sind sehr nett und das ist der Eindruck, den ich auch ja, euch mitgeben möchte. Also die, sagen wir mal, die ursprünglichen Geschichten, die über Kolumbien erzählt werden, die sind viele Jahre alt. Also in den 18, 19er Jahren war Kolumbien sehr gefährlich zu bereisen. In den letzten Jahren hat es stark, also die Gefahr stark abgenommen und mittlerweile gilt es als sicheres Reiseland. Und genauso empfinde ich es auch. Also ich weiß nicht, ich habe keinen Unterschied zu anderen Ländern in Südamerika feststellen können. Ja, okay, dann gibt es auch gleich noch eine andere Tour, wer das sehen möchte. Bogota ist auch noch Hauptstadt der Künstlerszene, beziehungsweise für die Straßenkunst und für Graffiti. Und da gibt es gleich noch eine zweite Tour im Anschluss. Ja, denn wenn ihr mich weiter verfolgen wollt auf der Reise, dann klickt einfach hier und abonniert meinen Kanal oder aber klickt hier und kommt zum nächsten Video, der Kraft für die Tour. Viel Spaß dabei und ciao, euer Jens.